Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Party Hard. Wir sind eingeladen zu einer Halloween-Party und da wollen wir natürlich nicht ablehnen. Und wir sind wieder unser ganz normaler Massenmörder. So, schauen wir. Was sind das? Alien-Autopsieraum? Ein Geheimer? Der hat keine Tür, oder? Okay, wen können wir dann gleich mal? Guck mal, der schläft doch hier schön. Okay, den haben wir schon mal. Das war knapp. Ich dachte, Rocker, den... Das wäre jetzt zu gemein gewesen, wenn er gleich den nächsten Raum betritt und da auch wieder einen entdeckt. So, hier. Lass mal einfach mal dort rumstehen. Was macht denn das Pferd auf dem Flur? So, den schleppen wir einfach mal hier runter. Na. Jetzt kommen sie alle in den Raum rein, oder? Ah! Okay, aber ich bin nicht verdächtigt, oder? Was heißt der Killer? Toll. Okay, wir probieren es nochmal. Aber das, ich glaube, die haben mich fünfmal oder so verdächtigt direkt. Ja, ich darf nicht zu nah bei den, bei dem Topf stehen. Aber dieses Mal ist er eh nicht da. Somit haben wir da eh unsere Ruhe. Na? Okay, wäre eh knapp geworden. Was macht die Katze hier? Die macht gar nichts. Aber das Pferd kann doch hier. Ja, nicht wild pinkeln. Gibt's ja wohl nicht. So, einfach mal weggehen, ganz weit. im Alien-Autopsieraum schlafen? Dann machen wir an dir auch mal eine Autopsie. Geht der jetzt rein? Ja, klar, der geht natürlich rein. Ah, nein, sie haben mich schon wieder, oder? Der Polizist ist da. Ah, ich habe Tarnkleidung. Ah, sehr schön, sie haben sie verdächtigt. So, dann kann ich mit ihr schon mal hier in die Toilette gehen. Gut, da kommt keiner rein. Nehmen wir die andere Toilette. Na, deine Musik mag eh niemand. Was heißt der Killer? Ganz toll. Bin ich schon wieder verdächtigt? Nein, ich bin nicht. Huh. Wir das Pferd hier auch noch ein bisschen arbeiten. Hier schon wieder ein Wildpinkler. Oh, da kommt einer. Und der entdeckt den nicht mal. Okay, da gehen wir weg. Das Liebespärchen da draußen, das machen wir lieber nicht. Die eine Leiche hat auch noch niemand entdeckt. So, wen können wir denn jetzt als nächstes? Ich glaube, ich nehme sie einfach mal mit auf die Toilette. Nein, nicht das, was ihr denkt. Oh, kommt da einer rein? Die sehen gerade echt so aus. Deswegen. Zack. Einmal drüber. Dann nehmen wir sie in den Raum mit.
So, das erste Drittel haben wir, glaube ich, schon. Ungefähr. Der Alien-Autopsieraum. Der macht mir ein bisschen Angst. Also einfach um da jemanden umzubringen. Was heißt da Mörderhilfe? Toll, jetzt entdeckt er sie. Na, ich glaube, der wird eh gerade überfahren. Na, doch nicht. Na, die können wir nicht umbringen, da ist direkt das Fenster. Ich bring dich um. Ein Darth Vader Kostüm, das ist ja so alt. Okay, du hast es nicht anders verdient. Ja. Was hat er mich entdeckt, oder was? Na klar! Ja, probieren wir erstmal zum Flüchten. Ganz weit weg. Okay, Gott sei Dank. Okay, den Bondage-Raum, den lassen wir mal. Der Raum hier macht mir Angst, weil da stehen halt alle vorm Fenster dran. Schläft irgendwo jemand? Da oben doch. Komm. Na, Mist, aufgewacht. Wie sieht's aus mit den beiden Jungs hier? Tschüss! Oh, flücht, flücht, flücht! Wen können wir hier noch? Da unten, der hat sich, glaube ich, auch keinen einzigen Zentimeter bewegt. Ah, aber guck mal, da oben, betrunken in der Badewanne. Das ist gegen die... ich warte noch. Hausordnung. So. Nächste Runde. Wie sieht's da unten aus mit Zumbina? Die wird jetzt auch gleich erschrecken. Die oben in der Dusche haben sie noch nicht entdeckt. Okay, da wurde er entdeckt. Ach, den da draußen, den habe ich gar nicht. Den habe ich gar nicht so gedacht. Okay. Wieder zwei erledigt. So, geht weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Ab in den Sarg. Das knutschende Pärchen da oben. Okay, die könnte ich zwar auch, aber dann erschrecken die alle immer so ein bisschen. So, der Clown ist auch schon sehr aufgeregt. Wie sieht's hier denn aus? Ja, komm, die können wir doch. Oh, der Clown will mich töten. Ah, die schönsten Szenen von Ace. Huh.
Der ist echt ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen arg aggro. Sag mal, wieder runterkommen. Ab wieder in den Sarg. Wo ist denn der Clown? Ach, da unten steht er noch. Da diese Kid Rock für Arme. Und ich glaube, den Clown können wir jetzt dann auch mal. Ah! Nicht töten! Uff. So. Da hier, Mr. Zombie. Ich bleib hier lieber mal. Dass der eine da sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Den müssen wir eh nicht. Ah, da. Conchita? Hier? Total hätte ich gewusst, dass sie hier nochmal durchläuft. Ach, Dreck, verdammt. Okay, aber Gott sei Dank macht er nicht ganz so viel wie die anderen. Ja, und das Pferd ist wieder. Nee, bei dem will ich nicht vorbei. Deswegen nehmen wir den ganz weiten Weg. Das sieht langsam gut aus. Noch 15 Stück. Aber sind schon zwei jetzt komplett auf Aggro. Kann ich hier mal ein bisschen tanzen? Ganz schlimm diese Morde hier. Okay, Polizei ist schon da. Den Clown, an dem möchte ich echt nicht nochmal vorbei. Gut, jetzt haben sie endlich auch die andere Leiche entdeckt. Die zwei da unten, die machen mich echt fertig. Ich komme hier allerdings auch nicht weg, solange die da voll auf Aggro sind. Da Conchita ist wieder unterwegs. Wenn ich jetzt den Clown umbringe, der sich da nicht bewegt. Okay, gut, da haben wir schon mal ihn. Allerdings wird er auch langsam ein bisschen aufgeregt. Wir warten noch, bis die Polizei das Ganze weggebracht hat. Gut, jetzt können wir hier zuschlagen. Einmal, zweimal und wir nehmen den langen Weg. Oh, Conchita! Oder Consuela, wie sie auch immer heißt. Einmal. Oh, was für eine schöne Nacht. Zack. So, soll ich den Clown jetzt hier? Ich probiere ihn mal anzulocken. Der ist eh noch. Da bewegt sich kein einziger mehr irgendwie.
Und die zwei Aggros direkt nebeneinander. Mach ich was, dann entsorge ich schon mal den hier. Dann habe ich wieder ein bisschen Handlungsfreiheit. So, der DJ macht eh schlechte Mucke. So, probieren wir sie mal anzulocken. Ja, ich weiß, ich soll dich in Ruhe lassen. Na, komm her. Jo! Okay. Hier da. Na, Herr Spion! Was ist denn hier los? Okay, ich. Der rennt ja gerade rum wie wild worden. Hallo, Clown? Ich glaube, dann können wir hier dran vorbeilaufen. Jawohl, er läuft wieder. Komm, Spion. Clown. So, erste Ruhe. Soll ich es riskieren hier? Ach, scheiße. Nein! Okay, müssen wir uns umziehen, glaube ich. Ich probiere noch mal zum Flüchten. Komm, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Okay, umgezogen hilft auch. Na genau, lass uns Party machen. Lass mich hier erstmal ein bisschen die Sanitäter noch ein bisschen aufräumen. Es gibt doch genügend zum Tun hier. Ups, sorry. Okay, weit gestreut. So, den entsorge ich persönlich. Die anderen Leichen haben sie irgendwie nicht. Der Clown liegt auch noch dran. Was machen wir mit dem Rest? Hallo? Dankeschön. Okay. Die haben wir schon mal. Jetzt müssen wir dann nur noch die anderen beiden hier. Okay, endlich wird hier mal aufgeräumt, das gibt's ja sonst nicht. Genau, den Polizisten auch. Und da drüben noch. Dankeschön, Herr Polizist. Na nee, der läuft jetzt nicht wieder da hoch. Na, es ist echt seine Lieblingsposition, oder? Und der letzte. Dum, dum. Zack. Und das war's. Das war die Runde auf der Halloween Party. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und jetzt kommen wir erst noch zu Punkteabrechnung. Ja! Okay, dann kommt jetzt noch ganz kurz hier die Zwischensequenz. Und dann sehen wir uns gleich zur nächsten Runde hier bei Party Yard. Bis dann, ciao, ciao.